Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Age und ich bin momentan gerade unterwegs nach, wie heißt es, Königinnenhain. Da war ich noch nicht, stell aber die Mahadevi-Elefantenkekse her und mittlerweile habe ich meine Idee wahrgemacht und bin tatsächlich in eine aktivere Gilde gewechselt. Und Moment mal ganz kurz. Oh, süß. Naja gut. Bin in eine aktivere Gilde gewechselt und wir werden jetzt, nachdem ein paar von uns diese Spezialität hergestellt haben, auf den anderen Kontinent fahren. Ich bin gespannt. So, wo ist der andere? Der ist hier. Ah, okay. Die haben das schon hergestellt. Harani Spezialitäten, die Elefantenkekse. Mahadevi Elefantenkekse. Wurzelkräuter gibt es auch. Ich selber habe leider noch kein eigenes Schiff. Zumindest mal kein größeres. Deswegen. Warte mal ganz kurz. Ich nehme mal meinen Esel mit. So, jetzt. Mein Eselchen hat mittlerweile auch eine kleine Rüstung. Tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Die Gilde hier hat insgesamt momentan 77 Leute. Nennt sich Bollwerk und scheint sehr, sehr nett zu sein. Ich war mal im Teamspeak. Werde ich auch in den nächsten Folgen sein. Nur jetzt heute gerade nicht. Da es die erste Aufnahme ist in einer etwas größeren Session. Ups. Was passiert hier? Okay, der war not so funny. Bricht da mein Esel plötzlich ein? Okay, gut. Kommt, lass uns mal lieber weiter hier auf dem Weg laufen. Nicht, dass er noch völlig einbricht. Und ich bin echt mal gespannt. Will mir auch Asaub ein Schiffchen bauen. Ja, musste halt erstmal hinkriegen. Was hat denn der hier für eine Taschenlampe? Und ich bin jetzt mal gespannt, wann der andere da ankommt. Ich glaube, da kommt er schon. Das ist aber jetzt. Da oben kommt er. Ja, Dria wird uns fahren und ich bin echt mal gespannt, wie das hier jetzt gerade. Wie das hier jetzt abgehen wird. Ich bin neugierig! Und das Schiff wird wohl beschworen. Und da ist es auch schon. Und naja, gut, ganz so groß ist es ja jetzt auch nicht. So, lasst uns an Bord gehen. Boah, ich bin echt mal gespannt, was vor allem, wie wir da jetzt rüberkommen. Ohne Ladescreen, Fragezeichen. Und so Geschichten. Nein, nein, nein. Komm, nach oben. Okay. Einer steht noch am Land. Der holt sich wohl einen Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade echt mal gespannt, ob ich neugierig bin. Beziehungsweise, was uns unterwegs erwartet. Vielleicht sogar. Jetzt muss er nur noch zurückkommen. Dann können wir losfahren. Da kommt er auch schon. Nerf the Cat. Ebenfalls mit Eselchen. Und nach Solzried. Das ist irgendwo hier drüben. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich direkt auch anlegen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Und wir können loslegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwas machen müssen. Ob wir jetzt zu Dienst auf dem Schiff verpflichtet werden, aber so ein kleines Schiff, denke ich mal, sollte ich mir auch bauen können. Muss man noch gucken, was ich alles brauche. Aber wenn wir schon dabei sind, warte mal. Schiffszwieback? Nein, nicht Schiffszwieback.
Machen wir mal eine neue Suche und zwar nach bei Zimmern. Bauwesen, Zimmern, ich denke schon. Betten, Ehrenbogen, Zimmerzubehör, Werkbank, nein. Das ist es nicht. Bauwesen vielleicht. Designs. Pavillon Farm, letzter Schliff, nee. Das erste Mal mit dem Schiff auf großer See für mich. Ach, das ist immer noch Gilde. Boah, so wird die Minimap jetzt dargestellt. Und irgendwo hier müssen wir, glaube ich, hin. So, ein bisschen Schunkel im Gildenschatz. Also, mal schauen. Maschinenbau. Ich weiß gar nicht. Wo ist denn das Schiff? Wo sind denn die Schiffe? Hier. Schiffsvorräte, Komponenten, Fahrzeuge, Schiffe. Ruderboot. Wahnsinn. Gibt's nichts Brauchbareres? Fahrzeuge, der Ackerwagen. Oh je, den müssen wir auch noch. Bei Krämern erhältlich. Oh, oh, und wir werden angegriffen. Nein! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Bin vom Boot mitgefallen. Hey, komm zurück. Komm zurück! Nimm mich mit! Wo sind sie denn jetzt? Kommen die jetzt wieder? Kommen sie zurück? Und vor allem, warum bin ich runtergefallen? Wo ist das Boot? Da ist es. Sie kommen wieder auf mich zu. Da sind sie. So, hier bin ich, hier. Moment, ich mache mal ein bisschen Speed an. Verbrauch zwar Mana. Sieht aber schon cool aus. Und vor allem das ohne Ladescreen. Ja, das ist nice. Nee. Nennt sich das hier nochmal? Spurt. Die Region Enge der Verstoßenen hat nun einen Statuskonflikt. So, ich bin da. Anhalten. Anhalten. Danke. So, ich weiß gar nicht. Kann ich mich hier irgendwo in Sicherheit bringen vielleicht? Und los geht's. Was auch immer das war, was mich hier runter hat fallen lassen. So, ich habe gerade was Neues gesehen. Warte mal ganz kurz. Dann Wechsel ohne Ladescreen. So, Zimmern, ne, nicht Zimmern, sondern Bauwesen war es, glaube ich, jetzt. Das war es auch nicht. Was war es denn jetzt gerade? Maschinenbaum. Da steht jetzt Ackerwagen erhältlich. Ah, ne. Ruderboot. Fahrzeug, Ackerwagen. Irgendwo stand noch gerade eben bei Krämern erhältlich. Ach so, das Design für den Ackerwagen. Okay. Aber ansonsten Schiffsvorräte. Was gibt's denn hier an Schiffsvorräten? Also nahe Luftkanone, Torpedokanone, Handwerkkomponenten. Hierfür ist wohl. Okay.
nichts Spezielles vonnöten, außer eine Maschinenbaufertigkeit von 25.000. Scheiß, die waren dann Umarbeiten von Rüstungsteilen, von Schilden, von Waffen. Umarbeiten von Großschwertern. Geborgenes, glorreiches Großschwert. Muss ich mir mal bei Zeiten anschauen. Tja, liebe Leute, wir sind hier auf jeden Fall auf dem Weg. Das ist ein Harpunengeschütz. Ob es wohl besser wäre, ich glaube, ich stelle mich vielleicht mal hier hin. So vielleicht. Dann kann ich eventuell auch nicht mehr vom Boot runter geschubst werden von irgendwelchen angreifenden Fischen. Und wir haben tatsächlich echt noch einen Großteil. Wir haben echt noch einen Großteil des Weges vor uns. Ich hoffe, das wird jetzt gerade nicht zu langweilig für euch. Ab der nächsten Folge bin ich auf jeden Fall bei den anderen im Teamspeak. Ich wollte jetzt nur so übergreifend, überleitend noch eine Folge machen alleine. Und hier ist tatsächlich so ein kleines Bötchen auf dem Meer. Aber es scheint unbemannt zu sein. Ob da die Reise im Ruderboot jemandem zu Verhängnis geworden ist, man weiß es nicht. Da vorne kommt auf jeden Fall so eine kleine Insel. Nice auf jeden Fall. Nice. Das gefällt mir. Kontinentwechsel ohne Ladescreen mit dem Schiffchen. Zu viel, um alles zu schreiben. Ah ja, scheinbar kleinere Gildenprobleme, in die ich aber jetzt nicht eingeweiht bin. Oh, oh. Da ich jetzt erst frisch hier dabei bin. Und so sieht es dann halt eben aus, wenn man auf dem Wasser angegriffen wird. Ja, vielleicht ein bisschen komisch, aber naja. So, immer schön weiterfahren, nicht stehen bleiben. Hier ist so eine kleine Insel, die ist hier, glaube ich, die ist gar nicht verzeichnet. Boah, ohne Witz. Ich muss mir dringend dieses Schiff holen. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick rein. Ich weiß gar nicht, in den Handel. Ach, hier sind dann die ganzen Spezialitäten drin. Kissen des Elitehändlers. Ruft einen Auktionator, Lagerhausverwalter oder Grämer herbei, in einem fertigen Haus platzieren. Okay, verstehe. Freundschaftsspezialitäten Haranir. Oh mein Gott. Hier gibt es echt einiges. Großen Inistere-Sträußer. Oha. Großen 200, das wäre ja relativ einfach. So, mein Gepäck, habe ich es noch? Warte mal ganz kurz. Bauwesen. Maschinenbau. Waffenbau. Apropos Waffenbau. Ich habe doch ein Großschwert. Das habe ich ja anliegen. Und ich müsste ja eigentlich das Neue hier produzieren. Wahrscheinlich werde ich aber erstmal noch von einem Kleinen was herstellen müssen. Das scheint man sogar verkaufen zu können. Auch nicht schlecht. Und da drüben, was haben wir hier? Eine Festung. Dies, glaube ich, ist die verzeichnet? Ja, das könnte vielleicht hier der Anfang der Insel sein. Nun gut, liebe Leute. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns direkt an Land. Bis dann, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und kommen noch drei Let's Plays, kommt jetzt noch Kingspawn The Dark Side, Mittelerde Modus Schatten und heute Abend kommt Borderlands The Physical. Und tschüss!